Ich möchte heute mal ein paar Dinge erzählen aus den Anfängen, meinen Anfängen in der Keenpot-Zeit. Man sagte immer, wir haben immer Keenpot gesagt, also aus der Filmzeit. Gut, ich war freier Mitarbeiter bei Trebetsch, war also da langsam zum ersten Aufnahmeleiter aufgestiegen, wurde immer von Film zu Film, bekam ich einen Vertrag. Trebitsch war eine Produktionsfirma, oder? Trebitsch war der Chef von Realfilm mit Walter Koppel zusammen. Und unter der Prämisse Realfilm, die meisten Filme, die ich gemacht habe, firmierten unter dieser Adresse. Es gab aber auch freie Produzenten, die draußen im Realfilm produzierten. Unter anderem ein Gesa von Ziffra, und über den ist hier heute zu berichten. Gesa von Ziffra war ein Regisseur, der hatte also Merkwürdigkeiten so an sich, war unbeugsam, war launisch, kann ich nicht sagen, aber er wollte immer sofort auf den Punkt gehen, hatte keine Zeit, wenn morgens um 9 Uhr Drehbeginn war, dann erwartete er, dass Oskar Sima, Rudolf Platte und wie die alle hießen, die Stars, alle im Atelier waren, bevor er überhaupt das Atelier betrat. Das war also Vorbedingung. Also da waren so gewisse Merkwürdigkeiten. Und wenn ein Schauspieler kam, der eine kleine Rolle hatte und nur so 3-4 Sätze hatte und das nicht sofort ad hoc so aus dem Ärmel schüttelte, dann war er schon ungehalten. Dann rief er schon, Petersen, komm mal her, was ist das? Sie haben schon 3 Klappen. 3 Klappen heißt dreimal drehen müssen, um überhaupt da ranzukommen. Ja, das war also schon unter seiner Würde, so ungefähr. Also mit anderen Worten, wenn das nicht gleich klappt, kommt der weg, kommt ein neuer. Also der war da ganz brutal. Und so war auch seine Art der Arbeit. Also kurzum, ich hatte also diesmal das Vergnügen, mit ihm einen Film zu machen. Und ich glaube, der Film hieß Gauner in Uniform, wenn ich das recht erinnere. Ich glaube, das war mit Peter Alexander, damals ein großer Star, wie man weiß. Oskar Sima war natürlich immer dabei, Rudi Platte war immer dabei. Das war so ein Grundkomiker, die er immer wieder engagierte. Naja, aber wie gesagt, ich kannte seine Art und kannte ihn. Und bevor wir diesen Film begannen, er war ja nun der Regisseur und aber auch der Produzent, der das Geld hatte, bat er darum, dass ich ihn doch zu Hause besuche, hier in Hamburg, in seiner wunderschönen Villa, und wir das Drehbuch einmal durchgehen. Darauf bestand ich auch, das wollte ich unbedingt. Also wir gingen das Drehbuch durch und immer so bei Bemerkungen sagt er dann, auch den engagieren wir, da können wir den Manfred Steffen nehmen, da können wir den nehmen und so weiter. Also ich machte mir meine Notizen. Und dann war eine kleine Szene auf einem Schiff, mit dem wir fuhren. Und zwar, das war eine Fähre, die fuhr von Tanger nach Algeciras rüber. Ne, die gibt es sicherlich heute noch. Und auf dieser Fähre hatten wir einen gewissen Komplex gemietet. Und mit dieser Fähre wollten wir fahren. Und da gab es eine kleine Szene. Da kippt der Schiffsjunge, da ist ein Schiffsjunge, der da rumläuft. Der kippt mit dem Eimer rum und fällt hin und stolpert. Und Alexander kriegt diesen Eimer Wasser voll ins Gesicht. Ja, und da hat der Ziffer gesagt, Herr Petersen, das ist uninteressant, das machen wir dort original. Das sage ich aber, Herr von Ziffer, das ist doch eine Slapstick-Szene, das muss ein Schauspieler, das kann doch kein spanischer kleiner Matrose dort. Ach, sind Sie Regisseur oder ich? Ich sage, Sie sind Regisseur. Ich sage, gut, mache ich gleich eine Vermerkung, original. Also gut, somit fuhren wir also nun mit Ziffer zu Außenaufnahmen nach Tanger. Jetzt kommt die Geschichte. Also, es begann eigentlich damit, dass wir eine Szene drehen wollten oder mussten, wo also über eine Pyramide die Kamele kommen, so ein typisches Bild. Da hinten geht die Sonne unter, das ist immer nur ein Moment, und in dem Lichtschein der Sonne vorne die Kamele als Schattenriss. Das war eine Aufnahme, die man unbedingt machen musste. Also kurzum, wir stellten uns da auf. Ich hatte auch Kamele gemietet dafür und die nötigen Araber und die nötigen Dolmetscher und so weiter. Und wir bauten uns auf. Willi Winterstein war der Kameramann mit großem Gefolge da, mit dem Schwenker und Assistent und so weiter. So war das ja üblich. Und stellten uns dahin. Und da ganz hinten waren die Marokkaner und die sollten dann tun, nur die Kamele also auf diese Pyramide losschicken, wenn wir sagten, der Sonnenball ist jetzt, das ist ja nur
10 Minuten oder eine Viertelstunde, dann ist der Sonnenball weg. Das geht ja relativ schnell. Also kurz, und die C-Frau sagte, Petersen, was ist, lass uns machen. Guck mal, der Ball ist schon halb rum. Wir müssen drehen. Ich sage, ja, können wir. Ich sage, gut, Kamede los. Also, Kamede ging los. 1, 2, 3. Und plötzlich, zuck, zuck, setzen sich die Kamele hin und gehen nicht weiter. Zipfer, was ist los? Warum gehen Kamele nicht? Ich sage, Herr von Zipfer, kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Ich sage, müssen wir machen neu, aber schnell, die Sonne geht und so. Also er sprach immer so gebrochen Deutsch, so wie ich heute auch spreche. Müssen wir machen schnell, also gut. Also wir erneut in Stellung. Also ich wieder, ja, also Kamera ab, Kamera läuft, Kamele los. Kamele ging los. 3 Schritte, zuck, zuck, legt sich wieder, da biss er beinahe schon in den Regiestuhl. Sind Sie verrückt, was ist denn da los? Und so weiter. Also brüllte mich an. Ich sage, Herr von Zipfer, ich kann es Ihnen nicht sagen. Also ich zu dem Dolmetscher. Nun, wenn so ein Dolmetscher arbeitet und Sie wollen nur eine Frage haben, das ist ja nicht mal bei dem Dolmetscher eine Frage, der erzählt eine endlose Geschichte. Und die Sonne geht immer weiter runter. Und Zephyr brüllt immer, Petersen, was ist? Was ist? Wir müssen! Und daraufhin sagte der Dolmetscher dann zu mir, ja, Herr Petersen, Sie haben einen Fehler gemacht. Ich sage, wieso? Sie haben engagiert, das sind Graskamele. Sie hätten Sandkamele engagieren müssen. Da habe ich gesagt, danke schön, das ist nett, dass Sie das sagen. Habe mich umgedreht, da saß die ganze Truppe so. Ich sage, Herr von Zephyr, ich habe einen Fehler gemacht. Wieso haben Sie Fehler gemacht? Ich sage, ja, falschen Kamele, das sind Graskamele, es hätten Sandkamele sein müssen. Ach, diese kleine Geschichte als Pointe, da habe ich gelernt, was also Kamele unter... Wir haben die Szene nicht reingekriegt, wir mussten sie wiederholen mit Sandkamelen, dann gelang es. Jetzt kommt die Szene auf dem Schiff. Wir fuhren also mit dem Schiff los, hatten abgesperrt mit Polizei und so weiter, fuhren von Tanga nach Algeciras. Alexander, Oskar Sima, Rudi Platte, alle waren dabei. Und in Dresden, wir hatten so abgesperrt und so weiter. Und plötzlich sagt ein Kollege zu mir, Mensch, sag mal, du musst dich mal um den Matrosen kümmern. Wir brauchen doch gleich den kleinen Matrosen. Ich sage, entschuldige, natürlich, ganz vergessen, natürlich. Ich in Dolmetscher, ich sage, kommen Sie mit zum Kapitän, wir brauchen den kleinsten Matrosen, den Sie hier haben. Also ich mit dem Dolmetscher rauf zum Kapitän, ich sage, ich brauche einen Matrosen, der 18, 19 Jahre alt, so ganz klein. Da sagt der Kapitän, der Dolmetscher, Herr Petersen, der hat nur einen Matrosen. Ich sage, was? Diese Riesenfähre hat nur einen Matrosen? Ja, sagt er, die hat nur einen Matrosen. Ich sagte, gut, dann soll ja eine Matrose kommen, dann nehmen wir den, das ist ja ganz egal. Also kurzum, es dauerte einen Moment, dann kam ein kleiner, vierschrötiger Mann herauf. Also ich schätze vom Alter her, der war 70 oder 80. Also von 18 war überhaupt keine Rede. Worauf ich sagte, das ist der junge Matrose. Ja, sagte, wir haben nur den. Ich sagte, na gut, dann muss der mitkommen. Ich bin also runter. Da waren nun die ganzen Schauspieler, die ja auch nun genau diese Szene aus dem Drehbuch, jeder kannte die. Und dann, als gerade die Klappe gefallen war und die Szene im Kasten war, bin ich hingegangen in diese versammelte Mannschaft und gesagt, Herr von Zipfer, ich möchte Ihnen den 18-jährigen Matrosen vorstellen an Bord. Das ist der Einzige, den dieses Schiff hat. Das ist der Mann. Senior, kommen Sie bitte rein. Und da brüllten die alle vor Lachen schon los. Ich sage ungefähr, das ist der 18-jährige Matrose. Also kurzum. Er war für solche Sachen, hat er auch Humor gehabt, Zipfer. Er hat gesagt, okay, Petersen, Sie haben gewonnen, dann kleiden Sie einen jungen Mann ein, ganz egal. Sie haben eine Kostümberaterin mit, die soll das machen, wir müssen das irgendwie drehen. Also damit war diese Szene schon zu Ende. Jetzt springe ich noch und mache die nächste Geschichte mit Zipfer. Auf dem Rückweg von Tanga nach Angasiere fuhren wir über Göttingen. Und dort hatte der Architekt, der hier zu Hamburg in Deutschland tätig war, die Dekoration aufgebaut, die wir jetzt benötigten, um Innenaufnahmen zu erledigen. Wir fuhren also in Göttingen, stiegen aus, gingen in die Dekoration und Zipfer sagte immer, was ist das? Ich sagte, das ist das Wohnzimmer. Was ist das? Also kurzum, das ist Wohnzimmer? Das ist doch ein Klosett, Petersen. Ich sage, nein, Herr von Zipfer, hier ist der Plan, der Architekt ist zwar nicht hier, aber das ist das Wohnzimmer. Also wie heißt der Architekt? Der wusste genau, wie der heißt. Ich sage, Herbert Kirchhoff. Rufen Sie an, der Mann ist sofort entlassen. Ich sage, gut, Herr von Zipfer, jawohl. Bin da ans Telefon gesagt, ich kannte den ja schon ewig. Ich sage, Herbert, Zipfer hat dich entlassen. Der kann mich doch mal. Und so kam sofort der Dialog von der anderen Seite. Ich sage, tut mir leid, ich muss es dir aber sagen, du bist entlassen. Ich sage, ist gut, in Ordnung. Gut. Am nächsten Morgen hatten wir zu drehen auf einem Friedhof in Göttingen.
Und wir sind früh morgens da, stellen seinen Regiestuhl hin, bevor er kommt. Willi Winterstein, der Kameramann, Assistenten, alle anderen Schauspieler da. Und da hatte der Architekt so Steine aufgebaut, nachkaschiert, so Grabsteine, da ein und so weiter. Und vorne stand ein Grabstein, da stand drauf, hier ruht Herbert Kirchhoff und Albrecht Becker. Gestorben, geboren dann und dann, gestorben dann und dann, der Entlassungstermin. Da habe ich gesagt, glänzend, komm, ich hole den Stuhl für den Alten, den stellen wir direkt hier vor die Nase. Und dann kam er auch und guckte drauf und wir brüllten, alles lächelte natürlich drunter, drückte da. Und dann sagt der Zefel, dreht sich um und sagt, Petersen, rufen Sie an, sind wieder eingestellt. Das war Humor, den er hatte.